Hier steht einfach ein Bär zwischen unseren Wohnungen. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Oh, wow. Und Hauptsache, sie schläft auf dem Stuhl statt hier drüben im Bett. Okay. Wir testen heute die Sims bei Sims 4 und schauen, ob sie wirklich keinen Charakter haben. Ich habe dafür diese 4 Sims erstellt und runtergeladen. Und wir machen das Ganze jetzt so. Wir haben hier zweimal den gleichen Sim mit den gleichen Merkmalen. Und natürlich auch mit dem gleichen Bestreben. Also sie will Bodybuilderin werden. Sie ist eine Genießerin, eine Chaotin und romantisch. Und wir haben den Sim zweimal. Ich habe dir aber hier ein anderes Oberteil gegeben, damit wir sie schon unterscheiden können. Ich will aber wissen, ob der gleiche Sim mit den gleichen Merkmalen die gleichen Sachen macht. Der dritte Sim hat aber genau das Gegenteil, was die Merkmale angeht. Also sie ist ein Snob, sie ist nicht kokett und sie ist faul. Bei Bestreben habe ich einfach irgendwas per Zufall ausgewählt und zu guter Letzt haben wir noch einen männlichen Sim, der die gleichen Merkmale hat wie unsere Damen am Anfang. Ich will aber wissen, ob Männer und Frauen unterschiedlich sind bei Sims 4. Außerdem habe ich euch auf Instagram eine random Frage gestellt und damit habt ihr indirekt die Namen von diesen Sims ausgewählt. Und deswegen heißen unsere Sims jetzt Franziska, Gertrud und Ingrid. Und unser männlicher Sim heißt einfach Thor. Falls ihr bei solchen Abstimmungen auch dabei sein wollt, dann folgt mir sehr gerne auf Instagram. Und jetzt würde ich sagen, wir starten die Testphase. Ich habe ihnen dafür 4 identische Wohnungen gebaut. Okay, gebaut war in dem Fall vielleicht ein bisschen gelogen. Ich habe sie natürlich aus der Galerie runtergeladen, habe sie dann aber auch umgebaut, damit wirklich alle Fähigkeiten hier irgendwie vertreten sind. Und ich werde unsere Testpersonen da jetzt rein teleportieren. Jetzt sind sie ungefähr alle an der gleichen Stelle und ich werde den Boden schnell verändern. Der ist mir ein bisschen zu hell. Jetzt stelle ich noch die Selbstständigkeit auf vollständig und dann drücken wir auf Play und wir werden die Sims jetzt fürs Erste einfach mal machen lassen, was sie wollen. Wir haben hier unsere beiden Zwillinge. Oh, die sich direkt bewegen. Halt, stopp. Franziska möchte als allererstes mal mit ihrem Nachbar reden. Ich wollte aber eigentlich die Türen abschließen. Aber die beiden Zwillinge haben sich einfach direkt bewegt im Gegensatz zu den beiden anderen. Wir werden jetzt hier mal für jeden abschließen. Das mache ich bei jeder Tür. Den ersten Tag werden sie jetzt nämlich einfach mal drinnen verbringen. Und Franziska fühlt sich unwohl. Unschön dekoriert. Franziska gefällt die Ästhetik dieses Ortes nicht besonders. Hallo? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch super schön hier. Also ich würde hier sehr gerne wohnen. Es ist zwar ein bisschen klein, aber total gemütlich, wenn ihr mich fragt. Franziska hat da offensichtlich andere Standards und wird sich dann gleich vor den Fernseher setzen. Ihre Zwillingsschwester Gertrud setzt sich aber an den Schachtisch. Und Ingrid, die das Gegenteil von den beiden ist, ist absolut gelangweilt. Der gefällt es hier drinnen offensichtlich auch nicht. Ich meine, keine Ahnung, was die Pfannen über dem Fernseher machen, ganz ehrlich. Aber oh mein Gott, wie pingelig kann man sein? Die wollte gerade an den PC gehen, hat sich jetzt aber doch umentschieden. Und unser Mann hier in der Runde, der sitzt auch schon vorm Fernseher. Und er sieht sich eine Kochsendung an. Nochmal zur Erinnerung, die drei sind Genießer. Könnte also wirklich an dem liegen. Ingrid sitzt in der Zwischenzeit jetzt am Schachtisch, genauso wie Gertrud. Und Franziska sieht sich einfach einen Film an. Okay, die will nicht kochen lernen, weil Thor hat jetzt schon die Kochfähigkeit erworben. Ich werde den Leuten jetzt auch mal allen den gleichen Job geben. Mich wird es mich echt total interessieren, ob die Merkmale damit irgendwas zu tun haben. Also wie schnell man bei der Karriere vorwärts kommt. Das ist jetzt so das einzige Mal, wo ich am Anfang direkt eingreifen werde. Wir werden natürlich noch viel mehr Sachen testen. Ich werde natürlich nachher auch ein paar sexy Leute reinschicken und schauen, wie die dann darauf reagieren. Und die bekommen natürlich alle die Sportlerkarriere, weil ihr Bestreben aktiv ist bei allen außer bei Ingrid. Ingrid ist nämlich faul und ich wüsste sehr gerne, ob das ihren Job beeinflusst. Thor braucht unfassbar lange. Hallo, könntest du bitte? Weigert sich gerade hart, einen Job zu suchen. So geht das nicht. Aber jetzt haben sie alle den gleichen Job und sitzen alle vorm Fernseher. Naja, zumindest die drei mit den gleichen Merkmalen sitzen vorm Fernseher. Find's auch gut, wie sie vorm Fernseher sitzt und da läuft einfach gar nichts. Ah ja, okay. Als hätte sie mich gehört. Ich war mir ja sicher, dass die Sims als allererstes zum Computer laufen. Das wollte zum Beispiel Ingrid eigentlich machen, hat sich dann dagegen entschieden, spielt jetzt lieber Schach. Auch nicht schlecht. Und Franziska hat jetzt die Kochfähigkeit erworben. Ihre Schwester sieht aber weiterhin einfach nur irgendwelche Filme an. Nee, die sehen beide gerade eine Kochsendung. Nee, okay, es ist Ingrid. Nee, warte kurz. Gertrud. Oh Gott, Leute, die Namen. Gertrud sieht sich einfach nur irgendeinen Film an. Und weint? Oh mein Gott. Sie sieht sich einen Film an und weint. Oh je. Okay, der Film muss sehr emotional sein. Sie steht vielleicht auf romantische Sachen. Wir werden das nachher gleich noch rausfinden. Aber was ist jetzt fürs Erste? Setzt ihr euch jetzt die ganze Zeit nur vor den Fernseher und macht sonst gar nichts? Oh oh, Thor ist aufgestanden. Nee.
Nee, ist das sein Ernst? Er ist aufgestanden, um sich um einen Platz rüberzusetzen und dann den Fernseher wieder einzuschalten. Offensichtlich hat er das Sofa hier durchgesessen, ist jetzt ein bisschen rübergerutscht und schaut sich wieder irgendwas an. Sieht da wenigstens irgendwas an, was ihm was bringt? Nee. Und auch er findet die Wohnung voll hässlich. Ich weiß nicht, ob das an den Pfannen liegt. Und Ingrid hat einen Lebensstil erreicht. Oder zumindest die Obergrenze für den Lebensstil. Mittlerweile haben sie auch alle Hunger. Also ich bin sehr gespannt, wer als erstes aufsteht und sich was kocht. Und in dem Moment steht Tor auf. Als nächstes ist es Franziska, glaube ich. Oh mein Gott, die hat jetzt auch einfach nur den Platz gewechselt. Ohne Spaß, die machen jetzt wahrscheinlich alle genau das Gleiche. Ich finde es schön, wie sie einfach den ganzen Tag nur am Schachtisch sitzt. Und ich würde auch jetzt sehr gerne sehen, was ihr Lebensstil ist. Tor mag kochen offensichtlich. Oder ich sag zumindest, dass er kochen mag. Würde mit dem Genießer-Ding zusammenpassen. Und okay, ich irgendwie... Keine Ahnung, welches hier jetzt aktiviert worden ist. Seltsam. Aber immerhin ist Thor jetzt mal am Kochen. Alle anderen haben auch Hunger. Find's gut, wie ich den Kühlschrank platziert habe. Den habe tatsächlich ich platziert. Oh, aber sie entscheidet sich für eine schnelle Mahlzeit. Sie hat jetzt nicht extra gekocht im Gegensatz zum Thor. Thor, wo bist du? Okay, der sitzt am Tisch und isst schon mal was. Aber Franziska hat sich dazu entschieden, vor dem Fernseher zu essen. Also auf dem Sofa zu essen. Die isst gerade eine Portion Chips, ist auch schon fertig und räumt das Ganze auch nicht direkt auf und alles ganz natürlich, ganz normal. Sie ist eine Genießerin und hat sich einfach mal zuerst eine Portion Chips gegönnt. Ganz, ganz toll. Ihre Zwillingsschwester sitzt immer noch vorm Fernseher und vorm Handy, hat auch noch gar nicht so viel Hunger wie ihre Schwester. Ihr könnt übrigens von mir aus machen, was ihr wollt hier drinnen. Nicht nur Schach spielen oder Fernsehen, aber ich bin ja schon mal froh, dass sie nicht mehr vorm Fernseher sitzt, sondern auch mal was anderes macht. Oh, Thor sitzt mittlerweile auch am Schachtisch. Sie wollte auch schon wieder an den PC gehen. Ich finde das super seltsam. Kommt sie nicht an dem PC. Das ist natürlich möglich. Ich finde es nämlich super schräg, dass es hier Computer gibt. Aber noch kein Sim war wirklich dran. Aber die nächste Person steht auf und holt sich was zu essen und sie holt sich Eier und Toast. Das macht sie aber selber. Okay, sie kocht selber. Sehr interessant. Und ja, auch hier haben wir jemand, der jetzt kocht. Die jetzt kocht natürlich. Makaroni und Käse. Die faule Person kocht. Alles klar. Da hätte ich mir eher gedacht, dass sie sich so was Schnelles reinwirft. Und sie isst das Ganze am Tisch, was schneller fertig als sie hier drüben. Aber ich weiß auch nicht, ob bestimmte Rezepte einfach länger dauern als andere. Und Thor ist auf dem Klo. Ja, dabei will ich ihn jetzt nicht unbedingt beobachten. Und auch hier sind wir fertig mit dem Essen. Und jetzt wird es spannend. Wo setzt sie sich hin? Okay, an den Tisch. Und Thor sitzt wieder vorm Fernseher. Sehr schön. Er könnte so viele andere Dinge probieren. Schade. Hä, aber die faule Person wäscht einfach direkt ihr Geschirr ab. Vielleicht, weil sie ein Snob ist. Die anderen sind nämlich Chaoten. Er hat seinen Teller einfach stehen gelassen, genauso wie hier drüben. Und hier bin ich auch noch gespannt, ob sie den Teller stehen lässt. Hier wird noch ganz spannend diese Rose angestarrt und offensichtlich gepupst. Irgendwann wird sie schon mal wieder aufstehen. Ich habe Zeit, ich kann warten. Ja, sehr schön und sie lässt den Teller stehen. Sie sind halt auch Chaoten. Hier drüben haben wir jetzt auch jemanden am PC. Und sonst schauen sie einfach die ganze Zeit wieder nur Fernsehen. Bitte sag mir nicht, dass die sich jetzt auch wieder vor den Fernseher setzt. Nee, an den Schachtisch immerhin. Und Ingrid starrt einfach nur die Wand an. Okay. Warum Franziska vom Schachspielen auf einmal kokett ist, ich habe keine Ahnung. Hier wird wieder mal der Fernseher angestarrt, ohne dass was läuft. Und Ingrid starrt sich selber an. 2 Tage bis zur Arbeit. Halleluja. Oh, und Thor ist auf dem Sofa eingeschlafen. Du hättest hier drüben dann ein bequemes Bett. Das war nämlich das nächste, was ich nachschauen wollte. Wann und wo gehen die jetzt alle schlafen? Hier geht die erste Person ins Bett und ich sag's echt ungern. Wir haben aber jetzt wirklich schon einige Stunden später und sie steht immer noch vorm Spiegel und da passiert nichts mehr. Irgendwie sieht sie auch nicht ganz so gesund aus. Mein Spiel läuft auf normaler Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, wir haben 2 Leute, die schlafen. Ich werde auch mal die Lichter automatisch einstellen. Oh, und die 3. Person hat sich gerade hingelegt. Aufs Sofa. Wow. Hier wird sich ein Kaffee gemacht, Leute. Oh mein Gott, sehr interessant. Die geht nicht schlafen, die holt sich einfach einen Kaffee. Zum Glück muss sie morgen noch nicht zur Arbeit. Es ist halt Samstag. Wahrscheinlich wollte die noch gar nicht ins Bett gehen. Das ist jetzt aber auch sehr interessant. Und dafür ist sie jetzt energiegeladen. Also vielleicht benutzt sie irgendwann mal das Laufband. Leute, ich habe so viel Hoffnung in unsere Sims und es wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Thor ist wach und gelangweilt von diesem Film. Du könntest, ohne Spaß, machen, was du willst in dieser Wohnung. Aber nee.
Du siehst dir lieber einen langweiligen Film an. Ah, Thor ist ein Romantiker. Romantische Sims sind oft kokett und brauchen viel Romantik in ihrem Leben. Alles klar. Oh, und wir haben die Fitnessfähigkeit erworben. Wahrscheinlich hat sie ein paar Liegestütze gemacht oder so. Und das war's jetzt auch schon wieder mit der Fitness. Toll. Wir haben jetzt den nächsten Morgen. Und tatsächlich hat Franziska keine einzige Minute geschlafen. Die hat sich die ganze Nacht mit Kaffee wach gehalten. Das sieht man auch hier an dieser Leiste hier. Ihre Schwester Gertrud schläft die ganze Nacht schon durch, müsste wahrscheinlich gleich mal aufstehen. Und sie hat zwischen Schlafen und Schachspielen immer gewechselt. Wir haben jetzt offensichtlich auch Herbst und das gleiche war auch bei ihm. Er hat sich aber zwischen Schlafen und Fernsehschauen die ganze Zeit entschieden. Jetzt holt er sich mal zum ersten Mal einen Kaffee, alles klar. Der soziale Balken bei unseren Sims ist jetzt aber schon wirklich sehr, sehr niedrig. Und wir schicken die vier jetzt mal ins Fitnessstudio und schauen, wie sie sich dort schlagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Gibt es in diesem Fitnessstudio irgendwas zu essen? Nee, dann werde ich ihnen jetzt eine Küche platzieren. Hier, am besten so eine ganze Kantine. So, dann ist es eine offene Kantine, falls sie das interessiert. Okay, unser lieber Thor interessiert sich hier für den Straßenmusiker. Ich finde es ja schön, dass sie sich miteinander unterhalten. Ihr sozialer Balken ist ja gerade sehr, sehr schwach. Aber eigentlich sind alle außer Ingrid aktive Sims und deswegen habe ich gehofft, dass sie ins Fitnessstudio gehen. Aber irgendwie interessiert sie das so gar nicht. Denn Musiker finden sie gerade viel besser. Aber Leute, was treibt ihr hier eigentlich? Ihr könntet auch sehr gerne andere Leute kennenlernen. Ihr könntet euch hier überall verteilen, aber nee, ihr steht einfach alle auf einem Fleck und tut nicht viel außer reden. Franziska wird das wahrscheinlich auch nicht mehr lange machen. Die hat halt auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Leute, nützt die Zeit, die ihr draußen seid. Ich sperre euch gleich wieder in eure Wohnungen. Ja. So, let's go. Da geht er aufs WC und ich hoffe, danach wird er auch irgendwas in dem Fitnessstudio machen. Für was habe ich euch dieses aktive Ding gegeben? Ich meine, ich weiß, ich habe ihnen nicht direkt das aktive Merkmal gegeben, sondern nur das mit dem aktiven Bestreben. Und das bringt sie offensichtlich nicht dazu, wirklich Sport zu treiben. Ha, auf Thor ist einfach Verlass. Der probiert es jetzt wirklich mal aus. Er ist auch energiegeladen und offensichtlich gefällt ihm die Dekoration hier drinnen. Dein Ernst, Thor. Dir gefällt das hier besser als deine eigene Wohnung. Oh, aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt auf diesen Flohmarkt und dann will ich sehen, was sie dort treiben. Und Hauptsache, er steht voll provokant mit Essen vor ihr. Boah, ich dachte kurz, mein Spiel stürzt jetzt ab. Halleluja. Yay, it's Flohmarkt-Time. Und hier sind ganz viele Leute und der Christopher, den ich so gerne ärgere. Den hätte ich in der Wohnung einsperren können. Aber gut, der ist ein Werwolf. Das könnten wir aber ganz ehrlich auch mal testen. Wie die verschiedenen Okkulte so reagieren. Falls ihr das sehen wollt, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Wir sind jetzt hier auf dem Flohmarkt und ich bin gespannt, ob sie von sich aus irgendwas kaufen würden. Wahrscheinlich nicht. Man unterhält sich lieber mit einem unheimlichen Mann mit Schnurrbart und steht halt einfach so in der Gegend rum und tut gar nichts. Hier nebenan haben wir übrigens auch eine Karaoke-Bar. Die könnt ihr auch sehr gerne austesten. Ihr könnt wirklich tun und lassen, was ihr wollt. Und wir werden hier mit irgendjemandem plaudern. Hier haben wir auch Essensstände, falls ihr Hunger habt. Sie fühlen sich auf jeden Fall alle unwohl. Alle aus anderen Gründen. Zumindest haben zwei Hunger und zwei sind super müde. Aber selber schuld, wenn man am Abend nicht schlafen geht. Ingrid hat sich selber was zu essen geholt. Sehr, sehr gut. Wie viel hat uns das gekostet? Keine Ahnung. Aber Ingrid ist ein Snob und kritisiert gerne die Arbeit anderer. Ja, offensichtlich verträgt sie das Essen aber nicht. Nee, es ist ihr zu scharf. Und deswegen ist sie jetzt angespannt? Nee, weil der Werwolf in der Nähe ist. Ist nur Christopher. Der ist ganz harmlos. Keine Sorge. Die drei unterhalten sich halt trotzdem immer nur miteinander. Und ich glaube, ganz ehrlich, ja, es ist soweit. Franziska hält es nicht mehr durch. Und was passiert hier gerade? Zu viele Sims auf einem Haufen. Ist die maximale Kapazität erreicht? Was geschieht, wenn jetzt ein Feuer ausbricht oder der Boden sich auftut? Vielleicht wird es Zeit für Ingrid, sich davon zu schleichen. Oh, wow. Ingrid ist offensichtlich nicht so gern unter vielen Menschen. Ach man, ich glaube, ich schicke unsere Sims mal wieder nach Hause. Denen geht es nämlich allen echt nicht gut. Alle sind wieder in ihren Wohnungen. Alle haben irgendein Problem, um das sie sich jetzt selber hoffentlich kümmern. Oder nee, sie legen sich einfach auf den Boden. Nee, nee, geht sich's aus? Nee, sie holt sich einfach schon wieder einen Kaffee. Die Frau hält einfach nichts von Schlafen. Ich glaube, es hackt. Hier drüben wird auch ein Kaffee getrunken. Anstatt, dass man einfach ins Bett geht, hier geht man gerade aufs Klo und hier wird wieder Fernsehen geschaut. Ach, Leute. Und natürlich ist es einem wieder mal unwohl, weil es hier nicht schön dekoriert ist. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir Besuch bekommen. Und dafür habe ich auch viermal die gleiche Person erstellt. Mich würde interessieren, ob die von sich aus hier jetzt irgendwas anfangen, was richtig
Richtung romantisch geht. Wie habe ich die Leute nochmal genannt? So, hier haben wir sie jetzt, unsere Sims. Und ich habe unserem Tor aber eine weibliche Person hingestellt. Ihr wisst, eine gute LGBTQ-Situation oder Szene lieben wir immer über alles. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Sims im Spiel dann gleich reagieren. Hat sie ihm jetzt einfach den Kaffee weggenommen? Nee, die räumt für ihn auf? Nee, auch nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Was macht sie? Sie quatscht auf jeden Fall mit ihm und sie hat hier gerade noch geschlafen. Die beiden sitzen jetzt nebeneinander und tun was? Nichts. Nicht mal miteinander reden. Alles klar. Hier drüben schläft auch jemand auf der Couch und hier wird zuerst mal auch das Geschirr abgewaschen. Habe ich hier ein paar ordentliche Sims reingeschickt. Kann das sein? Oh, aber wie schön ist das? Die beiden unterhalten sich immerhin miteinander. Auch wenn er nicht ganz so glücklich scheint, aber hörbar ist. Er findet unsere Deko auf jeden Fall auch unfassbar. Das war hässlich. Danke. Die Sims, die ich reingeschickt habe, sind übrigens auch Genießer, materialistisch, ehrgeizig, verführerisch und aufgeschlossen. Ich wüsste nämlich sehr gerne, ob die von selber anfangen, miteinander zu flirten. Irgendwie geht es denen aber auch nicht ganz so gut. Aber er hat immerhin mal den Fernseher abgeschalten und was machen die beiden jetzt? Miteinander plaudern auf dem Klo, während sie auf dem Klo ist, plaudern. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Ja, aber du bist sowas von selber schuld. Lauf hier halt nicht nach, wenn sie aufs Klo geht. Okay, das war einfach super unangenehm. Jetzt habe ich voll Gänsehaut bekommen. Die junge Dame ist hier im Bad und macht irgendwas am Handy, lässt ihn komplett alleine mit seinem nächsten Kaffee. Sollte er langsam duschen gehen? Ja, der hat ja auch trainiert. Hier wird auch schon wieder Kaffee getrunken. Und er ist immer noch schockiert, weil er sie auf dem Klo erwischt hat. Wie gesagt, immer noch selber schuld. Aber die beiden unterhalten sich wenigstens miteinander, auch wenn es ihnen nicht so gut geht. Aber das Gespräch ist angenehm. Das ist doch schon mal etwas. Hier geht's auch schlecht, weil hier unschön dekoriert ist. Ach, kommt schon, Leute. Und irgendwie ist sie einfach nur da, um seine Sachen aufzuräumen. Das tut mir jetzt ordentlich leid, liebe Lea. Die heißt übrigens Lea. Die anderen drei Jungs heißen alle Felix. Und dieser Felix hat gerade eine Tasse im Bauch. Ganz toll. Wir haben 15 Tage später einfach das Begrüßungskomitee. Die will ich jetzt aber ganz ehrlich wirklich nicht reinlassen. Hier ist man sich schon näher gerutscht, aber es sieht alles noch sehr freundschaftlich aus. Ich bin mir nicht sicher, ob die Sims von sich aus anfangen zu flirten. Hier steht einfach ein Bär zwischen unseren Wohnungen. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Oh, wow. Und Hauptsache, sie schläft auf dem Stuhl statt hier drüben im Bett. Okay. Die Charisma-Fähigkeit wurde hier erworben. Okay, ist sie die erste? Ich glaube schon. Bei Gertrud heißt das, die beiden fangen langsam an zu flirten. Ich hoffe ja stark. Früher hatte ich das bei meinen Mods aktiviert, also dass sie einfach auch so techteln-mächteln können, ohne dass sie ein romantisches Verhältnis miteinander haben. Aber das habe ich ausgestaltet, weil ich eben auch schauen will, ob sie das von selber machen würden, also diese Beziehung aufbauen. Aber anscheinend verstehen sie sich immerhin alle miteinander. Und oh mein Gott! Sie macht mal was anderes als Fernsehen und Essen und Kaffee trinken. Aber sie riecht mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Der arme Felix. Wisst ihr was? Ich entferne die Fernseher jetzt einfach mal. Und da bin ich gespannt, ob die Sims sich jetzt alle vor den Computer setzen. Weil offensichtlich gibt es nichts Besseres als diese Bildschirme hier. Nee. Oha. Hier drüben wird auch die Gitarre ausgepackt und irgendeiner von den Felixen hat die Wellnessfähigkeit erworben. Thor ist jetzt mittlerweile auf dem Laufband. Da hinten wird gekocht. Also ich weiß wirklich, warum ich nie Fernseher bei meinen Sims platziere. Fernseher und Computer. Wow, das sagt aber ganz ehrlich auch sehr viel allgemein über unsere Gesellschaft aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man kein Bildschirm mehr hat, muss man sich halt miteinander unterhalten. Ich meine, Handys haben sie ja eh immer noch. Die beiden kochen miteinander, das finde ich sehr schön. Aber ich glaube, die Sims haben alle nur für sich gekocht, also immer nur eine Portion. Das ist halt auch nicht so nett. Aber immerhin verstehen sie sich. Und ich würde dann auch mal sagen, dass wir das Flirten starten. Also ich werde bei allen Sims das gleiche andrücken. Wir machen mal flirten und Komplimente über Aussehen machen. Hier ist das natürlich nicht so einfach, weil sie nicht kokett ist. Also machen wir vergeblich flirten und schauen mal, was dann passiert. So, let's go. Leute, das hat gar nicht gut funktioniert. Oh je, aber warum? Hier drüben beim Tor hat es offensichtlich schon funktioniert. Hier funktioniert es auch nicht. Oh je, die armen Zwillinge. Und wie sieht es hier aus? Nee, ich habe es, glaube ich, verpasst. Aber ich glaube, es war nicht gut, weil sie hat eine Flirtkatastrophe jetzt hier unten als Moodlet. Oh je. Hat das jetzt bei niemandem geklappt, außer bei Thor. Aber die haben jetzt auch nicht mehr draus gemacht. Tja, aber das ist ja total harmlos, wenn die einfach ein bisschen miteinander flirten. Versuch mal, sie zu knuddeln. Oh, ich wollte, dass die das hier jetzt auch machen. Aber ich glaube,
Ich glaube, er weint jetzt unter der Bettdecke. Gut, dann lassen wir ihn lieber in Ruhe. Schnelle Wiedergutmachen können wir ja probieren. Oh Mann, das tut mir jetzt natürlich leid. Heißt das, Frauen haben es hier schwerer mit dem Flirten bei Sims? Weil hier drüben hat es offensichtlich funktioniert. Und das, obwohl die Felixe alle das Verführerische haben. Das verstehe ich ja noch weniger. Ich lasse jetzt alle auch mal was im Internet posten und will dann wissen, wie die Leute drauf reagieren. Hallo, wunderschönes Zuhause, ich bin wieder da. Wow, da sieht man wieder mal, wie fake die Social-Media-Welt ist. Wie wild Thor liest. Ja, so ist das Leben, wenn man auf einmal keinen Fernseher mehr hat. Und jetzt ist es passiert. Thor ist am Rumbagen. Der hält irgendwas Imaginäres in der Hand. Er ist super müde, aber noch nicht ohnmächtig. Ich glaube, er wollte sich einen Kaffee holen, aber das sieht nicht ganz so gut aus. Einen Sim 24 Sim-Stunden am Stück wach halten. Das war jetzt, ich habe keine Ahnung. War es Thor? Ist Thor seit 24 Stunden wach? Junger Mann, ich habe ihn schon zurückgesetzt. Dann geht es, aber ich glaube, immer wenn er sich einen Kaffee holen will, ist er einfach komplett verbuggt. Okay, jetzt macht er aber immerhin mal ein Nickerchen. Aber hey, wir haben diese Errungenschaft freigeschalten. Yay. Unsere Sims müssen in einer Stunde bei der Arbeit sein. Und das heißt, ich werde ihnen jetzt mal die Türen hier aufschließen. Bin gespannt, was sie dann direkt draus machen. Und bin auch gespannt, wer wirklich pünktlich zur Arbeit erscheint. Leute, eure Türen sind offen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Das hat sich Lea nicht zweimal sagen lassen. Die ist direkt rausspaziert. Auch Felix spaziert raus und Lea sieht sich jetzt die genau gleiche Wohnung an, wie sie da hinten gesehen hat und kocht hier weiter? Nee, die klaut einfach das Essen. Nee, sie hat das Essen fertig gemacht und lässt es jetzt stehen? Ach Leute, diese Sims. Auf jeden Fall ist das alles gerade ein Riesenchaos. Und es ist 9 Uhr und unsere Sims sollten zur Arbeit gehen. Und Hauptsache, sie lässt das Zeug auf dem Herd stehen. Ganz, ganz toll. Thor braucht ein bisschen länger, aber sie schaffen es alle. Die Sims, die hier sind, machen übrigens auch ziemlich das gleiche wie unsere Testpersonen. Schach spielen, Sport treiben und kochen. Was mich aber tatsächlich sehr verwundert ist, dass sie den Computer nicht benutzen. Ich probiere das erstmal mit einem anderen, weil das scheint mir irgendwie nicht ganz richtig. Oh, wow. Da wollten sie direkt beide vor den Computer. Okay, ich glaube, mit den Computern stimmt was nicht. Die wechseln wir direkt aus und schauen mal, was unsere Sims dann machen. Jetzt haben wir 4 Computer auf dem Grundstück. Also für jeden einen eigentlich. Und sie entscheiden sich natürlich dafür. Ich glaube tatsächlich, dass die Computer vorher nicht wirklich benutzbar waren. Hier wollte die nächste Person schon wieder an den PC. Und natürlich, was macht er? Er geht in den anderen Raum und geht an den PC. Oh mein Gott, Leute, ich pack's nicht. Ich pack's wirklich nicht. Okay, dann haben wir vorher anscheinend getestet, was passiert, wenn man gar keine Bildschirme mehr hat. Aber sobald Bildschirme im Spiel sind, kann man die Leute halt einfach echt direkt vergessen. Bitte sag mir nicht, Lea. Lea, bitte enttäusch mich nicht. Sag mir nicht, dass du jetzt an den nächsten PC gehst. Nee, sie geht davor noch duschen. Und danach geht sie an den PC. No. Ach, Leute. Das ist traurig. Vielleicht ist das Spiel einfach zu nah an der Realität dran. Unsere Sims sind zurück und Thor hat großartige Arbeit geleistet. Ingrid hat eine tolle Arbeit geleistet. Und unsere Zwillinge haben auch großartige Arbeit geleistet. Sehr interessant, weil Gertrud ist ja ein fauler Sim. Nach diesen paar Testtagen haben die drei Sims ungefähr die gleichen Sachen gelernt. Außer Thor, dem fehlt die Gitarrenfähigkeit. Aber sonst sind sie überall ungefähr gleich. Okay, aber bei Ingrid fehlen auch die Charisma und die Fitnessfähigkeit natürlich. Dafür ist Logik bei ihr sehr hoch. Und Ingrid hat eine gute Leistung und die anderen drei haben alle eine ausgezeichnete Leistung bei der Arbeit. Obwohl sie super müde waren und total fertig. Also es hat vielleicht wirklich einen Unterschied gemacht. Aber das, was wir auf jeden Fall wieder mal bewiesen haben, ist, unsere Sims sind genauso süchtig nach Bildschirmen wie wir.